Musikmesse 2014 und für euch am Start musikmachen.de, hier gerade bei Ibanez. Ihr seht, um mich rum ist ziemlich viel los. Neben mir steht der Stefan. Warum ist hier so viel los, Stefan? Ja, das kann ich dir schon sagen. Und zwar, Ibanez stellt die neuen Produkte vor, ganz einfach. Wir haben hier rechts an der Wand eine ganz tolle Besonderheit. Und zwar, das sind diese Linie nennt sich Prestige Uppercut. Bedeutet, Prestige kennen wir ja bereits, made in Japan, feinstes Material. Und Uppercut steht eben in dem Fall für, wir haben Bare-Knuckle Pickups, wir haben ein matt-schwarzes Finish, wir haben Locking-Mechaniken und ein Ebenholz-Griffbrett. Und in der Kamera sehen wir gerade eine RGD eben aus der Serie. RGD ist, wie gesagt, unsere Bariton mit 26,5 Zoll und in dem Fall auch Bare-Knuckle Pickups. Die Idee zu den Bare-Knuckles kommt eigentlich von den ganzen Musikern, mit denen Ibanez ständig im Kontakt ist und arbeitet, weil viele Musiker sich eben diese Tonart immer reinbauen. Die Tunings werden immer tiefer und dadurch kommt man mit den klassischen EMGs oder mit den klassischen Tonabnehmern einfach nicht mehr zu dem Klangergebnis, weil es sehr matschig werden kann. Und gerade mit diesen Downtuning-Instrumenten, da bieten sich diese Bare-Knuckles, die ja aus England kommen und alle handgemacht sind, einwandfrei an. Wir haben hier ein ziemlich cooles Finish. Das ist ein matt-schwarz lackierter Tonabnehmer, der irgendwie so eine Art verkratzt ist, wie mit der Flex reingeschnitten. Das ist ganz, ganz cool im Moment und die Kids fahren drauf ab. Und wir sehen hier das RGD-Modell, rechts daneben ein FR-Modell. Das ist auch ein sehr beliebtes Modell unter Metalcore und eben auch einfach klassischen Metal-Spielern. Auch hier mit einem Ebenholzgriffbrett, Locking-Mechaniken und neu. Und das Instrument sehen wir zum ersten Mal auf der Messe. Wurde auch auf der NEMM noch nicht vorgestellt, ist die ARZ eben. Finde ich persönlich sehr edel. Hier mit dem klassischen 3-Wegeschalter an der oberen Position. Wir haben schöne Bindings an Hals, Korpus an der Kopfplatte, ein geiles Ebony-Fretboard. Und Locking-Mechaniken und einfach ein sau edles Instrument. Guckt euch auf jeden Fall mal an und testet es an. Ja. Sieht auch sau edel aus. Mir gefällt das hier. Perfekt mit diesen Flex-Sachen, was du erklärt hast. Super geiles Teil. Vielen Dank, Stefan.